Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Valheim. Der Mike ist auch am Start. Hallo. Und hier lichtet sich der Nebel, da ist ja einfach mal ein Kobolddorf. Oh, die haben sogar ein Totem. Entspannte Gegner. Alter. Und da oben ist ein Todeskito, da müssen wir, glaube ich, ein bisschen eher aufpassen. Ich hab nicht getroffen. Oh, er ist runtergefallen. Ich hab nicht getroffen. Oh Mike, da sind ganz schön viele. Ich hab nicht getroffen. Au, 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 au. Oh, 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 oh. Ich treffe gerade auch nicht so gut. Hallo? Jungs, könnt ihr mal aufhören, Sachen nach mir zu schmeißen? Wisst ihr was? Ganz ehrlich, ich habe ja auch noch ein Schwert. So nicht. Achtung, einer ist hinter dir. Wo denn? Ach, da. Direkt hinter dir. Bam, ist er weggeflogen. Also der Rückstoß ist ja nicht zu verachten. Muss man ja einfach mal sagen. Der Rückstoß ist geil. Hier ist ein Hase. Hier ist ein Hase. Die Kobolde mögen Hasen nicht. Wird auch instant beschossen. Erstmal gewöhnen an diese Geschwindigkeit der Kobolde. Oh, Todeskito ist auch bei uns in der Nähe. Die treffen halt. Hört mal auf damit zu treffen. Ja, komm, ich mal kurz mal aufräumen. Hol ich doch das Schwert raus. Ich wollte ein bisschen Zielübung mit euch machen, aber so geht das natürlich nicht. Wenn ihr der Meinung seid, ihr müsst euch wehren. Was denn? Habt ihr Todeskito? Sehr gut. So. Mit euch beiden kann ich jetzt wieder Zielübungen machen. Ja, finde ich auch. Erstmal daneben geschossen. Huch, was war das für ein klitschender Vogel? Eine Klitschmöwe. Oh, hallo Lox. Lox, alles cool, ich bin hier nur Zielübungen machen mit Kobolden. Ich treffe halt eh nicht. Komm, Oh, das hat geleckt, ich hätte getroffen. Warum leckt es denn? Was soll das denn? Ich höre hier komische Kampfmusik. Oh, mir läuft ein Lox nach. Oha. Mag das nicht, dass mir dieser Lox nachläuft. Den wollte ich doch gar nicht. Oh, hier ist irgendwo ein Magier. Dem Mike laufen jetzt ganz schön viele nach. Und ein Lox. Au! Scheiß Schamane. Kurz mal den Schamanen weggeballert. Wirklich? Dann läufst du nicht weiter? Arschloch. Ich habe perfekt den Gang prediktet. Und dann ist er der Meinung, er müsste nicht mehr weiterlaufen. Oh ne, bei mir hängt schon wieder. Sachen schweben. Da ist ein Todeskito. Ja. Okay, wir sollten nicht auf die gleichen schießen, sonst spottet der eine dem anderen die weg. Im Sinne von, man kann nicht mehr auf sie schießen. Was? Der hat nicht getroffen. Ich glaub ja schon. Den Schamane? Den einen habe ich auf jeden Fall weggemacht. Okay. Da oben steht noch einer, den kann man aber schön mit der Armbrust von da weg. Wegmachen. Klar, es sind sogar zwei noch da oben.
Oh, der hält mehr aus als der andere. Oh, dir rennt auch einer nach. Ich habe ihn nicht getroffen. Ich kümmere mich dabei mal um den, der da oben ist. Der ist doch schon tot, der da oben. Ne, da ist noch einer. Achso. Ganz oben. Jetzt ist er runtergefallen. Und rennt weg. So ist Kito. Ja, ich weiß, ich wollte sie abschießen auf dem Hinflug, aber irgendwie... Ja, komm her. Okay. Auch Matsch. So, ich snacke uns jetzt mal das Totem. Ich habe keinen Platz im Inventar. Ja, scheiß mal auf die Steine. Ich habe noch überraschend viel Kampfmusik, obwohl hier nichts mehr ist, was ich sehen kann zumindest. Hast du vielleicht IQ oder so? Ach nee, das hilft, bringt ja gar nichts. Warum baust du jetzt das Holzding ab? Warum keine Truhe? Wir hätten einfach hochlaufen können. Aber gut. Ja. Da rennt noch einer hinter dir rum. Bau uns mal kurz ein Portal. Ja. Dass wir unsere Errungenschaften wieder nach Hause bringen können. Mine. Oh ne, falsch geschrieben. Na, alles groß schreien. Flachs nehmen wir natürlich auch noch mit. Ich bin auch schon nicht mehr ausgeruht. Kein Wunder, dass der Kampf so anstrengend war. Ein Gegenstand, ja. Schwarzmetall lassen wir natürlich hier. Es kommt von hier und es darf auch hier bleiben. So ist es. Hallo, Portal? Teleportiere mich. Und die nächsten Truhen voll Müllen. Oh, was ist das? Weichgewebe. Kenne ich so nicht. Ist das etwa Cash? Cash in der Tash? Ist das etwa genug Cash in der Tash? Es ist genug Cash in der Tash fürs nächste Ei. Oh, nice. Händler, Händler, Händler. Händler, Händler, Händler. Händler, Händler, Händler. Hallo. Ich möchte gern kaufen eine dieser Eier. Well, hello there. Dankeschön. So, ab durch die Mitte. So, dann machen wir ein Feuerchen wieder an, dass dem Ei auch warm ist. Henriette. Henriette, warum bist denn du da draußen? Henriette? Kommst du mal bitte mit? Abmarsch! Du musst da rüber. Henriette, wir züchten dir jetzt einen Freund. Aber erstmal musst du wieder da rein. Henriette, das sind hier 4 Quadratmeter für 2 Hühner. Eigentlich dürften 12 Hühner auf 1 Quadratmeter oder noch mehr. Also stell dich nicht so an und geh da wieder rein. Nein, Henriette. Nicht weglaufen! Henriette, ich hol's Schwert raus. Ich plock dich auch dahin. Henriette ist ganz schön schwer. Henriette, wenn ich könnte, würde ich dich einpacken, aber das kann ich nicht.
Ich möchte dich auch nicht schlagen. Aber schieben werde ich dich. Henriette, du bist echt unscharf. So. Henriette wieder an Ort und Stelle. Henriette, nein, du sollst ja nicht wieder abhauen. Oh, Henriette, bist du doof. Nein, Henriette. Ab wieder da rein. Henriette, gehst du da rein? Wo willst du denn hin? Ich bin gerade sehr froh, dass ich das Feuer noch nicht wieder angemacht hatte. Du könntest dich schon mal in das Baumenü schnappen und gleich da wieder zubauen, wenn ich mal Henriette wieder reingeschoben habe. Ich habe aber kein Holz. Okay, dann übernimm du mal das Henriette schieben. So, schieb sie noch ein Stück weiter. Nein! Okay. Safe. Henriette, du kriegst da jetzt auch ein Dach drüber wieder. Ob du willst oder nicht. So, dann machen wir das Feuer an. Ja, Henriette, Pech gehabt, würde ich mal sagen. So, jetzt liegt da noch ein Ei. Ja, Henriette, ich gehe auch einen Löwenzahn pflücken, den du essen kannst. Komm, warte. Soll dir ja nicht... Wollen noch was? Ja, 50 Stück oder so bestimmt, aber hier waren gerade welche. Guck mal hier, damit du nicht das andere Ei essen musst. Ist dem Ei hier jetzt schon warm? Ja. Ich würde sagen, wir pennen eine Runde, oder? Mhm. Gute Nacht. Gute Nacht. So, jetzt ist die Frage, wenn die beiden Eier legen, ob die Eier auch schlüpfen oder ob das dann so Eier sind, die halt nicht schlüpfen. Weißt du, wie ich meine? So, ich bin inventartechnisch leer, also ich könnte wegen mir direkt weiter, ne? Hm? Blub. Ich passe da auch noch rein. Ja, packen wir das Portal wieder ein. Und das Schwarzmetall natürlich. Aber alles, ja. Da oben ist ein dicker Loks. Ja. Molterbär. Logi, lass dich nicht unterkriegen. Was? Warum? Wegen den Molterbären. Wir haben genug. Ja, ich hab's ja auch, ne? Ich hab's ja stehen lassen. Ich hab kurz überlegt, hab gedacht, so, soll ich dich pflücken? Ich gedacht, nein. Wir haben eine riesengroße Truhe. Auch wenn wir mittlerweile leckere Essensrezepte mit Moltebeeren haben. Ich muss sie nicht pflücken. Wenn ich welche brauche, ne, kann ich an die Truhe gehen. Und wenn nicht, kann ich auch einfach nochmal herkommen. Ah, so schön. Der Sonnenaufgang. Ach ja, einfach mal ein bisschen durch die Ebene laufen. Das ist schön, dass ich langsam wieder Level in den Fähigkeiten bekomme. Da oben ist einfach ein Riesenfels. Ah, ne, das ist der Baum. The Boom! Oh, da sind Kobolde. Ich hätte vielleicht mal meine Armbrust noch reparieren sollen. Haha! Es gibt Geschnetzeltes! Kobold-Geschnetzeltes!
Oh Mike, ich sehe da vorne einen Sumpf. Können wir ein bisschen lecker schmecker Gedärme holen. Guck mal, Sumpf, ich sehe da vorne einen Mike. Okay, wenn der Sumpf nicht einfach nur aus einem Baum besteht. Was? Achso, ja, ich wollte gerade sagen, wo siehst du denn den Sumpf? Mit dem Baum erst gar nicht gesehen. Ein Einbaum-Sumpf. Naja. Der ist sehr groß. Wir laufen übrigens in die falsche Richtung. Ich sehe gerade, ja. Da gibt es wahrscheinlich keinen Landweg, müssen wir ein Boot bauen. Welch gigantischer Sumpf! Na, dahinter ist aber noch so ein Stück. Sehe ich gar nicht. Ah, da ja. Da ist auch ein Droge. Zwei. Zwei sogar. Geile Scheiße. Können wir die Armbrust ausprobieren? Achtung, Skelett. Skelett. Nee, nicht nur eins. Du hast irgendein fetter Wurm im Wasser. Also ein richtig fetter Wurm. Sind sogar drei. Das sind nicht nur drei. Ja, ich merk's gerade. Bloß Kobolde. Sag mal. Das war doch kein einfacher Schlundegel, was ich da gerade gesehen hab. Das war doch ein Killer-Schlundegel. Das war eben ein Riesenwurm. Und also... Ich weiß nicht, ob das so der Spawnpunkt aller Schlundegel war und die alle zusammen an einer Stelle gespawnt sind und deswegen es so krass aussah, oder? Oh, ich habe keine Ausdauer. Ausdauer regeneriere, los! Dankeschön. Bist du am Minihäusle? Ne, bin hier ein bisschen ins Wasser gelaufen. Weil ich gerade nicht drauf klarkomme, dass hier eben so ein Riesenwurm war und ich eigentlich nicht glaube, dass es der Schlundegel war, aber scheinbar muss das der Schlundegel gewesen sein. Oh, hier ist ein Blob. Gucken, was der zur Armbrust sagt. Nix, sagt er. Ha! Guck mal, ist voll die kleine Hütte drin. Voll geil. Okay, Armbrust ist halt einfach so eine geile Waffe. Kann man einfach nicht anders sagen. Ich komme auch langsam zu der Hütte. Oh ja. Nehmen wir an, du hast sie gelootet, falls was drin war. War nichts drin. Aber cool. Nicht ganz so runtergekommen wie die anderen Hütten, die sonst immer im Sumpf standen. Ich glaube, ich habe noch so ein Teer-Dings gesehen. Auch gefunden. Das wäre natürlich auch nice. Ja. Armbrust ist geladen. Oh, da drüben ist ein krasses Skelett. Ne, Bogen ist geladen. Warte, ich muss die Armbrust. Oder unten ist auch ein Dorf. Ja, ich kümmere mich mal um das Todesvito. Ich würde uns mal hier hinten ein Portal aufstellen. Mach das. So, mit so ein bisschen Sicherheitsabstand einfach. Jo, nennen wir mal direkt Mine. Jetzt kann man natürlich das Skelett hier auch angreifen. Warte, ich mach das Killer-Skelett hier gerade mal. Bin getroffen. So, Skelette. Ja, und da der Mike jetzt im vollen Fight ist, würde ich mal sagen, wir gehen da auch rein. Lol. Ja, okay, den kümmert sich da gerade um die Lochse. Ja, oder andersrum auch. Ich verziehe mich mal kurz. Der ist jetzt auf dich gepult. Ja, kein Problem.
hilft so nicht, mein Freund. So nicht, sagte ich. Ich hab ein Schild. Oh, 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 der hat mich erwischt. So, der ist down. Und damit würde ich auch mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da, gerne auch ein Abo. Fragen, Wünsche, Anregungen und dieser Krautzwerg, den gibt es in der nächsten Folge. Übermorgen 17 Uhr. Bleibt gesund, hau rein und bye, bye. Tschüss.